Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Der Valentinstag steht kurz vor der Tür und ich dachte, ich zeige euch daher mal so eine Kleinigkeit, die man machen kann. Für das Mini-Rezept braucht ihr einfach nur Bananen, weiße Schokolade und etwas zur Dekoration. Am besten eignen sich dafür natürlich dann Herzen oder irgendwas anderes Romantisches, was ihr dann nachher zum Verzieren verwenden könnt. Und ich empfehle euch dann auch die Bananen kurz in den Tiefrierer zu stecken, weil dann erkaltet die Schokolade schneller und ihr könnt damit besser arbeiten. Zuerst schäle ich die Banane. Und anschließend schneide ich die in zwei Hälften. Anschließend nehme ich einfach die Schaschlikspieße und spieße jede Hälfte auf. Und danach ab damit in den Tiefrierer für mindestens eine Stunde. Anschließend können wir das Ganze weiterverarbeiten. Dazu nehme ich etwas Backpapier, erhitze die weiße Schokolade in einem Wasserbad und übergieße damit die Bananen. Anschließend die Schokolade verteilen, damit alles schön glatt ist. Und dann auch mit den Zuckergussherzen dekorieren. Dadurch, dass die Banane gefroren ist, wird das Ganze relativ schnell fest und man kann es direkt probieren. Es schmeckt super lecker. Ich bin ja nicht so der Fan von Schokolade, aber in Verbindung mit der Banane ist es einfach himmlisch. Es schmeckt super gut und wird auf jeden Fall jeden von euch mal eine Freude machen. Wenn ihr nochmal die ganzen Schritte nachlesen wollt, schaut einfach in meinem Blog vorbei, der ist doch mal unten verlinkt. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, morgen wieder einschalten, da kommt das nächste Video und bis dahin wünsche ich euch einen guten Appetit.